Die AfD ist Prüffall im Moment und prüfen kann der Verfassungsschutz ja immer, wenn überhaupt nur irgendeine problematische Äußerung vorliegt, kann er prüfen, ob es noch mehr davon gibt. Das ist etwas ganz Normales. Das Problem war nur, dass der Prüffall jetzt an die große Glocke gehängt wurde und damit die AfD an den Pranger gestellt wurde. Das ist eindeutig rechtswidrig gewesen. Dafür gab es keine gesetzliche Grundlage und das Verwaltungsgericht hat dann ja auch entsprechend entschieden. Also wurde der Verfassungsschutz hier parteipolitisch instrumentalisiert? Und das kann man so sehen. Jedenfalls mit der öffentlichen Verkündung des Prüffalls hat der neue Präsident Haldenwang etwas getan, was der Verfassungsschutz noch nie vorher in seiner ganzen Geschichte gemacht hatte. Es ist das erste Mal, dass eine Organisation als Prüffall schon an den Pranger gestellt wurde. Und das kann man sich eigentlich nur dadurch erklären, dass entsprechender politischer Druck ausgeübt wurde. Und da hat der Verfassungsschutz etwas getan, was seiner Aufgabe, objektiv die Verfassung zu schützen und nichts anderes, widerspricht. Jetzt haben Sie ja auch teilweise Äußerungen geprüft, auch das Gutachten. Sind Sie denn auch auf bedenkliche Äußerungen seitens der AfD oder AfD-Politiker gestoßen? Ja, da gab es durchaus auch bedenkliche Äußerungen. Es ist also keineswegs alles falsch, was in dem Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz steht. Aber quantitativ sieht es ungefähr so aus, dass nach meiner Beurteilung rund 80% der Vorwürfe, die der Verfassungsschutz da erhoben hat, unberechtigt sind. Und bei denjenigen Vorwürfen, die berechtigt sind, wo also Zitate von AfD Politikern beanstandet wurden, muss man auch sagen, dass sich aus den meisten dieser Zitate nicht etwa eine extremistische Zielsetzung ergibt, sondern das waren Aussagen, die in einem einzelnen Punkt mit dem Grundgesetz unvereinbar sind. Aber das muss man eben unterscheiden. Sagt jemand etwas, wo er sich im Einzelfall drüber geirrt hat, was mit dem Grundgesetz vereinbar ist oder nicht vereinbar ist, oder sagt er etwas, worin eine Zielsetzung zum Ausdruck kommt, einen fundamentalen Verfassungsgrundsatz abzuschaffen. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz hat in seinem Gutachten diese beiden Kategorien von Äußerungen nicht säuberlich unterschieden. Und daraus ergibt sich dann in vielen Fällen eine Fehlbewertung und eine fehlerhafte Gesamteinschätzung. Aber daraus ist ja auch ein Schaden entstanden für die AfD. Was würden Sie denn der Partei raten? Wie sollte sie sich dagegen zur Wehr setzen? Sie kann sich ja nur dagegen zur Wehr setzen, dass sie dort, wo es möglich ist, Rechtsbehelfe ergreift. Das hat sie im Hinblick auf die öffentliche Verkündung des Prüffalls gemacht. Aber sie kann sich nicht dagegen zur Wehr setzen, dass der Schaden einmal entstanden ist. Dagegen kann sie sich dann nur politisch wehren, indem sie in der Öffentlichkeit offensiv klarstellt, wie die Situation ist und dass der Verfassungsschutz da etwas falsch gemacht hat.